Wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße jeden Einzelnen von euch herzlich willkommen. Ihr alle seht glücklich und froh aus und sehr schön. Das heißt, wunderbarer Morgen schon mal vorprogrammiert. Und ich möchte, dass du jetzt dein inneres Ohr öffnest für Gott. Ich bin mir sicher, dass, auch wenn wir heute viel vorhaben, Gott für dich, nicht für die ganze Gemeinde, sondern für dich etwas vorbereitet hat. Aber du hast die Entscheidung zu treffen, ob du jetzt zuhörst und dein Herz prüfst, ob es für dich ist, was du annimmst und was nicht. Jetzt möchte ich erstmal für den Morgen beten und dafür dürft ihr direkt wieder aufstehen. Und ihr dürft gerne mitbeten. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du jetzt wirklich sprichst, dass du in jedes einzelne Herz einen Pfeil deines Wortes wirklich reinsteckst, oh Herr. Dass du wirklich den Finger auf die Stelle tust, wo wirklich Veränderung notwendig ist. Dass du jedem einzelnen Gast, jedem einzelnen Freund, jedem einzelnen alten Mitglied hier, dass egal ob jung oder alt, oh Herr, dass du wirklich sprichst, dass du wirklich zeigst, was wir machen können, wo wir wachsen können, was für uns bereitet ist, dass du wirklich zeigst, was du heute für jeden Einzelnen mitgebracht hast und dass du wirklich heute den Samen wirklich gedeihen lässt, oh Herr, dass du wirklich jeden Einzelnen, der offen zuhört, der seinen Boden, sein Acker, sein Herz wirklich für dich vorbereitet, für dich öffnet, dass jeder Einzelne wirklich beschenkt wird und wirklich ähnlicher und ähnlicher in dein Ebenbild verwandelt wird, oh Herr. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir sind derzeit, wie ihr seht, in einer Predigtreihe und die heißt Unsere Identität in Christus. Ihr habt die letzten 3 Wochen schon einige gute Predigten gehört. Und gerne, wenn ihr zurückgehen wollt, dürft ihr die anhören auf Spotify oder auf YouTube. Ich kann es nur empfehlen. Und ich bin heute dran mit dem nächsten, und zwar mit Erneuere deine Gedanken. Deine Identität fängt innen an. Deine Identität ist nicht, was andere über dich sagen, das ist eher ein Symptom. Aber ganz der Ursprung deiner Identität, der ist in dir drin. Und darüber reden wir heute. Ich möchte lesen die Verse 1 und 2 aus Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen. Das ist eine wunderschöne Bibelstelle. Und kurz zusammengefasst ist die zentrale Aussage: Unsere Maßstäbe, unser Denken beeinflussen unser Handeln. Wir sollen unsere Maßstäbe nicht von nun an der Welt ausrichten, sondern stattdessen sollen wir unsere Maßstäbe an Gottes Maßstäbe angleichen. Und wir stoßen bekanntlich auf ein sehr großes Problem und es sind 2 Dinge, die wollen uns daran hindern. 3 Dinge könnte man eigentlich sogar sagen. Das erste, das ist die Welt, die Menschen um dich herum. Ich meine jetzt nicht, hoffentlich nicht hier drin, sondern ich meine die Menschen draußen, hoffentlich, die anderes Verhalten an den Tag bringen, als du solltest. Dann ist der Feind noch draußen, der ist sehr aktiv. Der probiert dich zu hindern daran. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, und zwar dein altes Ich. Dein altes Ich, der alte Mensch, der alte Raphael, der alte Steck, mach deinen Namen da rein, der probiert dich zu hindern daran, dass du das neue Ich wirst, der Jesus nachfolgt. Wir gucken uns jetzt an, und zwar mein altes Ich und mein neues Ich. Das ist mein erster Punkt. Dafür ist es so, dass die Welt hat einen anderen Maßstab als Gott. Das haben wir gerade eben gelesen, richtig? Und was die Welt macht, sie nimmt meistens etwas, was Gott uns gegeben hat, und dreht es um. Sie gibt noch etwas hinzu und gibt eine Halbwahrheit und dann sagt sie aber, mach's ungesund. Und jetzt kommen wir gleich direkt zu ein paar Beispielen. Und zwar in Galater 5 ist
sind zwei Listen. Da könnt ihr gerne zu Hause lesen. Das gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Keine Angst. Aber in Vers 16, 17 und 18 sehen wir die Früchte des Fleisches. Also mein altes Ich sagt, so und so möchte ich mich benehmen. Und dann sehen wir in den Versen 22 und 23, wie ein geistliches Ich, also ein verändertes, ein neues Ich, sich benehmen soll, benehmen möchte, Freude dran findet. Und ich möchte jetzt Stück für Stück ein paar von denen durchgehen und auf die Gedankenwelt mit eingehen. Ihr darfst die nächste Folie anzeigen. Das erste ist Unzucht und Freude. Nein, Entschuldigung, Unzucht und Liebe. Und zwar, Gott hat uns etwas so Reines gegeben wie Liebe. Liebe bedeutet im göttlichen Kontext, ich liebe meinen Nächsten bedingungslos. Ich tue mich selber aufopfern, ich diene meinem Nächsten, ich habe ein liebendes Herz, ich will sein Bestes. Und dann hat die Welt das genommen und hat gesagt, Liebe ist Beziehung, Beziehung zwischen mir und meinem Nächsten. Komm, nimm das und probier dein eigenes Bestes daraus zu schlagen. Und Gott, der Teufel hat dann das Wort Liebe genommen und hat gesagt, du kannst damit machen, was du willst. Das ist einfach nur die Beschreibung zwischen zwei Leuten, die Beziehung. Und plötzlich nimmt die Welt jemand anders und probiert ihn auszunutzen, meine eigene Freude dran zu finden, die eigene Lust im anderen zu finden. Und stattdessen sollte es eigentlich, die Liebe im biblischen Kontext sollte sein, ich möchte das Beste für meinen Nächsten. Ich möchte Gott diesem Menschen näher bringen. Ich möchte diese Person fördern, zu wachsen als Person. Und das ist jetzt eins von diesen Beispielen. Und wir sehen, dass biblische Liebe selbstlose Liebe ist. Es geht mit Respekt einher, es geht mit Gottes Plan einher. Wir wollen nicht einfach nur, was ich sage, ist für den nächsten Befehl. Und wir sehen hier halt, dass die Welt etwas Egoistisches draus macht. Sie macht das, was ich möchte, das muss sein. Und wir sehen hier, dass die Liebe Christi, die dient einander. Es geht um die Herzenshaltung beim Lieben. Und dann kommen wir zum zweiten, und zwar die Unreinheit und Freude. Wer moralisch unsauber ist, der muss durchgehend, auch wenn er draußen sehr gepflegtes Aussehen hat, immer innen verstecken. Der muss immer hoffentlich wird es niemand rausfinden. Der kann sich nicht aufrichtig freuen, weil alles, was freundenswert ist, das ist Fassade, das ist außen. Aber alles, was innen ist, ist dreckig, ist verdorben, ist schlechte Frucht. Und wir sehen hier diesen Konflikt zwischen innen und außen. Und oftmals ist es, dass das, was Gott als Liebe betitelt oder als Sauberheit oder als Freude betitelt, die Welt hat eine andere Bedeutung für dieses Wort gefunden. Wo zum Beispiel Freude heißt in Gott, ich bin rein, ich habe Gott, ich kann in Reinheit sagen, ich freue mich, hat die Welt es genommen und hat es eher mit dem Wort Lust ausgetauscht. Ich habe Freude darin, das und das hier zu machen. Ich habe Bock auf das, deswegen mache ich es. Ich habe Freude darin. Das macht mir Spaß. So möchte die Welt es dir verkaufen. Aber Gott hat für die meisten Wörter eine ganz andere Bedeutung. Eine ursprüngliche, eine echte Bedeutung. Und dann gehen wir direkt zum dritten Punkt, und zwar Güte und Freundschaft. Feindschaft, Entschuldigung. Die Welt, die will, dass du nur so gut zu jemand bist, wie die Person zu dir ist. Da gibt es so ein Drei-Stufen-Modell, da kann man sagen, die Welt, die sagt, wenn du gut zu mir bist, bin ich gut zu dir. Wenn du schlecht zu mir bist, bin ich schlecht zu dir. Und dann kommt der Teufel und der macht was Schlechtes drauf, der macht Feindschaft draus. Und dann heißt es, du bist gut, aber ich habe nichts Gutes davon, warum soll ich gut zu dir sein? Ich bin trotzdem böse zu dir. Ich mache nur das, was mir gut tut. Das ist die weltliche, die teuflische Ansicht. Und dann gibt es die himmlische Ansicht, die göttliche Ansicht, und die ist folgende. Du tust mir Gutes, ich tue dir Gutes. Du tust mir Schlechtes, und was sagt die Bibel? Was sollen wir tun? Auch Gutes tun. Ist doch wunderschön, oder? Und das ist ganz interessant, weil die Welt sagt, aber du hast doch gar nichts davon. Und das ist so interessant, weil wir sehen hier erneut in unserem Gedanken, was in meinem alten Ich drin ist, in deinem alten Ich drin ist, ist immer die Frage, was habe ich davon? Was nützt es mir? Und Gott gibt dir eine andere Aufgabe. Gott tut dein Herz austauschen. Er tut es von innen komplett erneuern. Und er sagt, es nützt dir was, weil du zeigst die Liebe Jesu jemand anderem. Du machst die Welt zu einem Ort, der dem ähnlicher sieht, was mein Plan ist. Dadurch, dass du Gutes tust in der Welt, auch wenn du darunter leidest,
tust du die Welt zu einem Ort machen, der mehr nach Gottes Plan ist. Dann gehen wir zum vierten von denen. Ich habe noch mehr von den Punkten da drin, auch wenn es man gerade auf der Liste nicht sieht, genau. Götzendienst und Langmut. Ich habe jetzt das bewusst reingenommen. Götzendienst ist ein Wort, das man heutzutage nicht mehr mit demselben verbindet wie damals. Damals hatten Leute oftmals so eine kleine Figur von irgendwas Geschnitzten oder aus Stein und das haben sie angebetet. Dann haben sie dem zugesprochen, dass es ihnen Reichtum schenkt, dass es ihnen Regen schenkt, dass es ihnen Schutz schenkt, Sieg in Kämpfen schenkt und. Und wir haben jetzt nicht mehr solche kleinen Götzen oder sowas, die irgendwelche Figuren sind oder so, aber wir haben andere Dinge. Wir haben ein Handy, wo wir sagen, sag mir, was ich tun soll. Es ist wie ein Zeitfresser in deinen Händen. Es ist wie eine Bankkarte, wo du sagen kannst, ich muss nicht auf Gott vertrauen, ich habe eine Karte und deswegen kann ich mich auf mein Geld vertrauen. Das ist eine irdische Ansicht. Und der Unterschied ist, Götzendienst zeigt Ungeduld und fehlendes Vertrauen in Gott. Weil es besagt, Gott wird mich nicht versorgen, deswegen muss ich jetzt schnell irgendwo hingehen. Und deswegen muss ich jetzt schnell irgendwie meinen eigenen Weg finden. Ich muss selber den Plan machen oder ich muss irgendwas jemand anders vertrauen, sodass er mir hilft oder dass ich mir helfe. Aber die Bibel sagt, vertraue auf Gott. Gott hat das richtige Timing für dich. Und das ist sehr leicht gesagt, aber wenn Gott dann dich warten lässt auf etwas oder etwas frühzeitig beendet und du sagst, aber ich bin noch nicht fertig damit. Oder du sagst, ich will das haben, aber ich hab's noch nicht. Dann ist es echt schwer, das zu sagen. Aber Gott hat ein perfektes Timing für dich. Für egal was. Und Langmut ist diese geistliche Frucht, die in einem wächst, wenn Gott in deinem Leben ist. Und die sagt dir, du kannst auf Gott vertrauen. Du darfst auf Gott vertrauen. Du kannst wirklich, auch wenn gerade um dich herum alles brennt, tief ausatmen vor Gott. Weil du weißt, ich bin geborgen in seiner Hand und tiefer kann ich nicht fallen. Dann kommen wir zum fünften von diesen Punkten, und zwar Ausschweifung und Friede. Wir sehen, dass die Welt, die will immer ins Extrem gehen. Die sagt immer entweder oder. Und ich bin ehrlich, ich bin auch ein bisschen entweder oder Mensch, aber die Welt will ins Extreme gehen. Die Welt hat keine Zügel. Die Welt will immer mehr und immer mehr und immer mehr. In sowas fällt Gier rein, Lust rein, Freude rein. Und ganz, ganz viele probieren eine möglichst große Nummer auf dem Konto zu sammeln und sagen, wenn ich diese und diese Nummer habe. Und wenn man die Nummer hat, sagt man, ach, eine Null mehr dran, komm. Und dann macht man weiter und weiter und weiter. Und man wird nie zu Ende sein, weil wenn kein Zügel da ist, kann man nie sagen, es ist genug. Es ist jetzt zu Ende. Wenn eine Maßlosigkeit da ist. Maßlosigkeit besagt, es wird nie aufhören. Wenn ich sage, ich möchte Freude, ich suche jetzt meinen Spaß, dann hat es keine Freude, kein Ende. Dann wird es immer und immer und immer weitergehen und immer ersetzt werden durch das neue Maß, durch den neuen Horizont. Das ist wie, wenn man einen Regenbogen jagt. Leider kommt man da nie ans Ende, wo das Gold liegt anscheinend, sondern immer, wenn man näher kommt, ist der Regenbogen ein Stückchen weiter weg. Genauso ist es mit der Grenze, die man sich selber, seiner fleischlichen Ich setzt. Gott hingegen gib Frieden. Du siehst, die großen Männer in der Welt sind die Männer, die ein großes Empire, ein großes Weltreich erstellt haben. Und die Leute sind durchgehend vorangegangen, haben gesagt, komm, noch ein Gebiet will ich erobern. Dann sind sie zum nächsten Gebiet gegangen, haben gesagt, noch eine Region will ich erobern, die Stadt will ich noch erobern und. Und irgendwann sind sie bei dem Versuch, noch weiter ihr Reich auszuweiten, gestorben. Oder von hinten hat sie dann jemand ersetzt. Und dann haben wir zeitgleich die großen Männer Gottes auf der anderen Seite und wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen, dass sie nicht sagen, ach, ich will noch mehr in dieser Welt erreichen, sondern sie sagen, je größer ein Mann Gottes wird, kannst du sagen, desto kleiner war er, desto unwichtiger war sein Name und desto wichtiger war Gottes Name, desto wichtiger war Jesus. Er hat quasi jeder Einzelne, egal ob du ein Spurgeon anguckst, ob du einen Paulus anguckst, ob du einen Petrus anguckst, was sie gemacht haben, die haben Jesus hochgehoben. Sie haben die Gemeinde unterstützt, sie haben sich gegenseitig unterstützt. Ihr Ziel war es nicht, ich baue mir einen Namen, sondern ich baue ein Reich von einer anderen Welt. Ich baue Gottes Reich. Und wir sehen hier, dass in diesem Gedankengut, in diesem inneren Zustand,
wo wir sagen, ich suche nicht meinen Namen groß zu machen, sondern ich probiere Gottes Namen groß zu machen, brauche ich nicht mehr. Ich kann sagen, die Nummer, die kann einstellig, zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig sein. Da, wo sie ist, da kann sie bleiben. Und wenn sie kleiner wird und ein Minus davor kommt oder größer wird, ein Plus plötzlich davor ist oder was auch immer, es ist egal, weil ich baue nicht von dieser Welt, ich baue für die nächste Welt. Und während die Welt sagt, oh, ich brauche Lust, 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 jetzt, 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 kann ich sagen, nein, Gott hat einen Plan, der über die Lebenszeit meine 70, 60, 70, 80 Jahre hinausgeht. Ich brauche nicht jetzt Erfolg. Ich brauche nicht jetzt, sondern ich kann sehen und der Nächste kann ernten. Und dann kann ich an der anderen Stelle, ich kann ernten, wo jemand anders gesät hat. Und das ist das Schöne, weil Gott probiert hier, das Mindset wegzunehmen und das neue Mindset hinzusetzen. Wir kommen jetzt direkt zum zweiten Punkt, da möchte ich die Bibelstelle lesen. Und die ist in Kolosser 3, die Verse 9 und 10. Da steht, belügt einander nicht mehr, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild immer ähnlicher werdet. So, Amen. Das ist schön, weil ganz, ganz viele probieren, sich anzupassen an die Werte. Aber hier steht nicht, tu den alten Menschen in den neuen Menschen verwandeln. Steht da nicht drin. Da könnt ihr auch gerne zwei, dreimal selber drüber lesen. Es wird da nicht drinstehen. Aber was da drin steht, ist, zieht das Alte, den alten Menschen wie ein Gewand aus und zieht das andere an. Das Problem ist, ganz, ganz viele probieren, alte Gewohnheiten so, nur so weit zu verändern, dass sie gerade nicht runterfallen, dass sie gerade nicht gut, dass sie gerade gut genug sind. Die wollen quasi gerade weit genug an die Grenze gehen, sodass sie gerade noch oben sind im Christentum und nicht runterfallen in die Welt. Aber das ist nicht das Ziel, sondern Gott probiert, dein Mindset, dein Kopf, dein Verstand auszutauschen, mit einem neuen zu ersetzen. Dein Herz muss für was anderes schlagen. Dein Herz soll kein Mix aus, ach, das ist noch gut genug gewesen von der alten Welt, das ist noch gut genug von meinem alten Ich, sondern Gott möchte komplett neu dein Herz besitzen. Er möchte komplett alles rauswerfen, was drin ist, und er möchte es füllen. Das ist, als würde ich hingehen und ich sehe, da ist was an der Wand, die Wand ist kaputt und ich tue einen Teil einfach streichen und die alte Farbe ist aber noch drin. Aber Gott möchte nicht das, sondern Gott möchte den Putz runterreißen. Der möchte so, dass es einmal komplett weg ist und dann tut er komplett neu und richtig arbeiten. Und das ist ganz interessant, weil ich habe vor kurzem, ich glaube, es war mein Vater, ich bin mir nicht 100% sicher, hat einer hier vorne ein Bild gemacht und es hat mich in der Vorbereitung wieder getroffen. Und zwar, stellt euch vor, hier wäre wie am Flughafen so ein Metalldetektor. Und ihr müsstet durchlaufen. Und es würde euch erzählen, wie viel Weltlichkeit, wie viele weltliche Maßstäbe habe ich? Wie viel von meinem Herzen ist wirklich auf Gott ausgerichtet? Und wie viel von alten Maßstäben, alten Werten, alten Verhaltensweisen, an wie vielen halte ich noch fest? Und die Vermutung ist leider, dass viele, und ich hoffe es nicht, meine Hoffnung ist, dass keiner festhält. Und dennoch glaube ich, dass wir viele von uns ganz genau daran arbeiten sollten. Dass viele von uns, mich eingeschlossen, jeder von uns, ganz aktiv sich selber fragen sollte, wo ist der Punkt, wo Gott heute den Finger drauf machen möchte und sagen möchte, hier, mein Kind, musst du dran arbeiten. Hier, mein Kind, musst du mich dran arbeiten lassen. Also nicht mich, sondern Gott dran arbeiten lassen. Wo ist dieser Punkt in deinem Leben? Frag dich das heute. Wo möchte Gott, dass ich mich ihm mehr hingebe? Wo ich alte Maßstäbe, alte Gedanken, meinen Bezug zu Emotionen vielleicht ihm in die Hände gebe. Wo ich vielleicht mein Bestes, meine Emotionen streicheln möchte oder mein Verstand nachfolgen möchte, meinen Plänen nachfolgen möchte, statt Gott zu folgen, Gottes Plänen zu folgen, Gottes Willen anzunehmen für mein Leben. Und dazu habe ich ein Zitat mitgebracht. Das heißt, das ist nicht in der Folie, ich lese es nur vor. Da steht, Gottes Plan ist nicht nur unser Verhalten zu ändern, sondern unser Denken und unser Herz zu erneuern. Denn erst wenn das Denken stimmt, kann unser Verhalten stimmen.
Und das ist ein richtiger Wow, weil erst wenn das Denken stimmt, kann das Verhalten stimmen. Wenn, da hat vielleicht nicht jeder von Ahnung, aber wenn ich jetzt ein Lamborghini nehme von außen und ich mache einen kleinen VW Golfmotor rein, der sieht zwar aus wie ein Lamborghini erstmal, ja? Aber wenn der jetzt neben einem anderen Lamborghini fahren würde, würde dir ziemlich schnell merken, bei jeder kleinen Ecke zieht der andere, der echte, zieht ihm weg. So, wenn du das andersrum machst, würdest du direkt merken, der würde jedem Golf wegziehen. Richtig? Okay. Die Aussage ist, das Innere, das tut Handlungen, das tut das echte Leben beeinflussen. Weil das Innere, das sagt die Bibel auch, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das kommt aus dem Mund raus, davon erzählst du. Das machen deine Hände. Weil dein Herz, dein Verstand, das sieht dein anderer nicht. Aber was die sehen, sind deine Taten, deine Worte, deine Handlungen. Und genau das ist, wo Gott die Gedankenwelt und die Gefühlswelt benutzen möchte, um dein Leben zu verändern, komplett auf den Kopf zu stellen. Und so möchte er uns Stück für Stück ähnlicher in Gottes Ebenbild schaffen. Und wir sehen hier, und er möchte das Tag für Tag machen, weil in der Vers hieß hier, gerade eben, dass es ein fortwährendes Erneuern ist, ja? Und dann kommen wir zum Punkt 3, und zwar sehen wir da, dass da steht, also der Punkt ist erstmal, Heiligung ist wiederkehrend. Weil wir haben im Vers davor gelesen gehabt, der neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr immer und immer besser Gott kennenlernt. Und jetzt möchte ich eine weitere Bibelstelle lesen, und zwar aus Philipper 3, die Verse 12 und 14. Nein, 12 bis 14, so. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon etwas erreicht hätte. Paulus spricht hier und schreibt hier an die Gemeinde von Philippa. Und er schreibt, es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Amen. In diesem Vers waren ein paar Stückchen Gold versteckt. Und zwar ist es, ich lasse bewusst zurück, was hinter mir liegt. Ganz, ganz viele Menschen, die kommen zu Gott, die kommen zum Gottesdienst, die gehen in ihre Gebetszeit am Tag. Und was sie machen ist, sie ziehen ihr altes Gewand aus und sie legen es vor Gott hin. Und ziehen das neue Gewand an. Das Problem ist, dann gehen sie raus, aber bevor sie rausgehen, nehmen sie wieder das alte Gewand und ziehen es drüber. Und dann gehen sie raus in die Welt und haben sich eigentlich nicht wirklich verändert. Haben nicht es dort liegen lassen, sondern sie haben es wieder mitgenommen. Sind quasi nur kurz für einen kleinen Besuch, wie bei der Oma vorbeischauen, sind sie zu Gott gekommen und haben kurz einen Besuch gemacht und dann sind sie wieder zurück in ihr Leben, in die Welt hinaus, in den Alltag. Aber was Gott möchte, ist, dass du es bewusst vor seinem Thron liegen lässt, dass du das alte Gewand ausziehst, verbrennst, wegwirfst, bei Gott liegen lässt, nicht wieder mitnimmst. Und wir sehen hier, dann steht da, und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Paulus schreibt hier, er tut sich komplett darauf konzentrieren. Und deswegen habe ich vor euch diese Hausaufgabe gegeben, Galater 5. Wenn ihr nachher mal zu Hause sitzt, wenn ihr mal nachher mal Zeit habt, geht mal diese Liste durch und schreibt die ganze Liste runter und frag dich, welcher von diesen Punkten, welcher von denen muss am meisten wachsen in deinem Leben? Ich weiß nicht, ich kann nicht in dein Leben hineinsehen. Ist es die Liebe? Ist es die Freude? Ist es Frieden? Ist es Langmütigkeit? Guckt euch die Liste an, schaut wirklich. Prüft euch selber. Ich kann euch nicht prüfen für euch. Aber was ich euch sagen kann ist, so wie Paulus, möchte ich euch ermutigen, und zwar mit ganzer Kraft dem Ziel entgegenzulaufen. Und zu wissen, dass Heiligung nicht einmal ist und dann fertig ist, sondern Heiligung ist ein Prozess. Das ist ein raus in die Welt gehen mit Jesus, schwächer werden, realisieren, wo man eine Schwäche hat, zurückkommen, verbessern und wieder zurück in die Welt und für Gott ein Licht sein.
Und es ist ein Verbesserungsprozess und man wächst und man wächst und man wächst. Und hier möchte ich ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer sagen. Und es ist: Die Heiligung ist die tägliche Entscheidung, die alten Gewohnheiten abzulegen und das neue Leben in Christus zu leben. Ich finde es so ein wunderschöner Satz, weil die alten Gewohnheiten, die wollen jeden Tag zurückkommen. Die denken, sie haben ein Wohnrecht in deinem Leben und es haben sie nicht. Punkt. Dein Leben gehört, wenn du dich entscheidest für Jesus, nicht dir. Es gehört nicht deinen Gewohnheiten, es gehört nicht dem Teufel, es gehört nicht dieser Welt. Es gehört Jesus. Und diese Entscheidung, die musst du täglich treffen. Es reicht nicht einmal im Leben. Es gibt einmal im Leben eine Entscheidung, die du treffen musst. Aber diese Entscheidung musst du von dem Moment jeden Tag aufs Neue treffen. Du musst jeden Tag aufs Neue sagen, ich möchte mich, mein Leben, mein Denken, meine Gefühlswelt Gott hingeben. Und er soll damit machen, was er möchte. Und ganz, ganz viele haben, mit den Gedanken ist das relativ leicht, aber ganz, ganz viele haben die Schwierigkeit, Emotionen, die auch im Inneren sind, Gott abzugeben. Wenn du Trauer hast, wenn du Freude hast, wenn du, ich fühle mich gerade nicht danach, wenn du Leiden hast in deinem Leben. Und all diese Sachen, die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch. Gott lügt dich nicht an. Wenn Gott dir sagt, du bist geliebt, dann kann dein Herz, dein Kopf, dein Verstand, was auch immer dir erzählen, so viel es will, dass du ungeliebt bist. Du bist geliebt, das ist ein Fakt. Gott liebt dich. In der Bibel steht, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er auf die Erde gekommen ist. Das ist, ihr sitzt gerade einfach nur da und niemand sagt Amen. Ganz kurz, also der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sich selber degradiert zum Menschen und ist für dich einen grausamen Tod am Kreuz gestorben, damit du für die Sünde, die du getan hast und zu Recht bestraft werden würdest, nicht bestraft werden musst. Und dennoch hat er seinen Willen dir nicht aufgezwungen, sodass du selber entscheiden kannst. Das ist Liebe. Das ist Liebe in reinster Form. Und genau diese Liebe, die kannst du täglich beanspruchen, weil wenn dein Herz dir sagt, ach, du bist nicht geliebt, doch bist du. So einfach ist es. Wenn dein Herz dir sagt, ach, du solltest traurig sein, weil dies und jenes. Die Bibel sagt, das stimmt, alles hat seine Zeit, aber Gott möchte nicht, dass du traurig bleibst. Gott möchte dein Herz mit Freude füllen. Er möchte nicht, dass du dich in deinem eigenen Selbstleid vergräbst. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich sage nicht, dass Leiden keinen Platz hat. Wenn man Prediger liest, sieht man, dass alles seine Zeit hat. Freude und Leid. All die Emotionen werden im Gegensatz immer erwähnt. Alles hat seine Zeit, aber alles, was nicht eine Geistesfrucht ist, hat keinen Wohnplatz, keine Wohnberechtigung langfristig in deinem Leben. Es muss wieder gehen. Der Einzige, der ein Wohnrecht in deinem Leben haben sollte als Christ, ist Jesus Christus. Und wir sehen hier, dass dieser tägliche Reinigungsprozess, die Heiligung, notwendig ist. Die ist biblisch gewollt. Und die Bibel, die kannst du hoch und runter lesen. Und du wirst immer und immer und wieder darauf treten, im Neuen Testament vor allem, dass Gott dir ans Herz legt, regelmäßig in den Spiegel zu gucken und zu fragen, bin ich das Spiegelbild Jesu? Schaue ich jeden Tag ein Stückchen näher aus wie Jesus? Und wir haben das vorher auch gelesen und eine Parallelstelle dazu ist in Johannes 17, Vers 3 ist, der Plan ist es, dass du Gott Tag für Tag besser kennenlernst, ihn besser verstehst und dann ihm ähnlicher wirst. Und deine Gedankenwelt, die wird dir immer ins Ohr flüstern, tu jenes, tu dieses, tu dies nicht, tu dies nicht. Aber Gott wird dir was anderes sagen. Und das Problem ist, und das ist jetzt die praktische Anwendung, wenn dein Herz etwas sagt und du keine Bibel liest, dann ist die einzige Stimme, die du gerade wirklich im Inneren hörst, dein Herz, dein Verstand, deine Gefühle. Und du kannst eigentlich fast nicht anders, als darauf zu hören. Wenn du allerdings die Bibel, ein richtig gutes Buch, täglich liest und richtig forscht, wirklich suchst, was ist Gottes Willen, was kann ich daraus lernen, was kann ich heute daraus lernen. Das reicht nicht, wenn du es einmal liest im Monat, sondern heute, was kann ich heute daraus lernen? Und du das liest und als Gottes Autorität siehst, dann hast du eine Stimme, die größer ist als deine eigene
Und du kannst eigentlich, während deine Stimme dir ins Ohr flüstert, ja, tu dies, dies nicht, so, tut Gott dir ganz klipp und klar sagen, das sollst du nicht machen. Das sollst du machen. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Plan. Und wenn du so die Bibel liest, täglich, dann kannst du dich nicht in deine Emotionen verrennen. Dann kannst du dich nicht in deinen Gedanken verrennen. Weil Gott wird jedes Mal, wenn du an die Bibel gehst, wie einen Pfeil des Wortes nehmen und dir ins Herz sagen, guck mal, mein Kind, genau da wird es treffen. Und dann sagt er, diese Bibelstelle ist für dich. Dieser Bibelvers, der soll dich zurechtweisen. Der soll dir wie eine Leitplanke dienen. Der soll, manchmal ist es, wenn man Bibel liest, wie ein Schlag ins Gesicht. Und man denkt, oh, was mache ich hier gerade? Und dann, aber es ist, passt immer wie perfekt auf die Situation, die man gerade hat. Und deswegen, die praktische Anwendung dieser Predigt ist, höre auf deine Emotionen nicht. Sie haben einen Platz, sie sind Gott gegeben, aber was dir Gott gegeben ebenfalls ist, und es ist wichtiger, ist Gottes Willen für dein Leben, Gottes Wahrheiten für dein Leben. Und deswegen suche in der Bibel deinen Plan, den Gott für dein Leben hat. Und tu wirklich deine Gedanken den Gedanken Gottes unterordnen. Gott hat höhere Gedanken für dein Leben, er hat höhere Wege für dein Leben, als du hast. Und deswegen prüfe deine Gedanken, deine Gefühle und tu sie mit dem hier Abgleich, mit der Bibel. Und bring im Gebet vor Gott genau das, was dein Herz bedrückt. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt wirklich genau das machen. Lasst uns jetzt ins Gebet gehen und jeder prüfe sich selbst und schaue in sein Herz und frage sich, Herr, wo möchtest du, dass ich mein Verstand, mein Inneres, meine Gefühle dir hingebe? Welches von diesen Dingen, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Gott sieht dein Herz. Gott hat dein Herz geschaffen. Er versteht dich besser, als du dich verstehst. Bevor du gefühlt oder gedacht hast, Gott hat es gewusst. Und Gott möchte heute zu dir sprechen. Er möchte dir genau das geben, was du benötigst. Und deswegen komm wirklich jetzt, lass uns jetzt gemeinsam vor Gott kommen und ihm wirklich unser Herz ausschütten. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du jetzt wirklich sprichst, dass du wirklich kommst und jeden einzelnen hier Anwesenden wirklich ins Herzen schaust, oh Herr. Du siehst jedes flehende Herz, du siehst jedes trauernde Herz, du siehst jedes frohe Herz, du siehst jedes Herz, ob es positiv oder negativ gestimmt ist gerade. Du siehst jedes träge Herz, jedes müde Herz, jedes lau gewordene Herz, du siehst jedes brennende Herz. Und ich bitte dich darum, dass du wirklich in jedes einzelne Herz, in jeden einzelnen Verstand wirklich genau das hineinlegst, was du möchtest, dass du heute den Finger auf die Stelle tust, dass du wirklich das richtige Wort in unser Leben sprichst, dass du wirklich zeigst, wer du bist, so Herr, dass du zeigst, dass du nicht nur das Produkt hergestellt hast, dass du nicht gesagt hast, ich habe Menschen geschaffen, hier schön und gut, sondern du sagst, ich habe euch geschaffen und ich möchte euch versorgen mit dem, was ihr benötigt, mit dem, was ihr braucht, mit dem, was das richtige Gute für euch ist. Und ich bitte dich darum, dass du wirklich jeden Einzelnen von uns wirklich führst und leitest, dass du uns wirklich darin segnest, dass unser Verstand sich wirklich, unser altes Ich wirklich abgelegt wird, unser Verstand sich an dein neues Ich wirklich anpasst, dass wir wirklich erneuert werden im Geist, dass wir wirklich dich erleben und wirklich deine Gegenwart in unserem Leben nicht leugnen können. Weil jedes Mal, wenn wir ein Problem haben, wenn wir einen Gedanken haben, der nicht passt, ein Gefühl, das nicht passt, dass du die perfekte Antwort darauf gibst, dass du die richtigen Gedanken da gibst, den Ersatzgedanken, das neue Ich wirklich in unserem Leben größer machst, dass du wirklich jedem Einzelnen von uns wirklich unsere Ziele nimmst und wirklich deine Ziele gibst, dass jeder Einzelne von uns nicht das Ziel hat, sich selber Namen zu bauen, sondern Jesus Christus wie einen Sockel in die Luft zu halten und zu sagen, ich möchte dich verherrlichen, ich möchte für dich brennen und ich bitte dich, dass du wirklich jeden Gedanken und jedes Gefühl wirklich in deine Hände nimmst und wirklich jeden Einzelnen von uns wirklich die richtige Antwort gibst zur richtigen Zeit. Amen.